Schaut mal, wir sind am Horn. Hier auch wieder so ein Schild. Die Nicole hat einen gigantischen Platz, wo wir es Rast machen. Mega. Wespa, erstmal gut essen jetzt, gell? So, Leute, und hier das Kaiserstuhl, ne? Da. So. Hallo Leute! Hi! Wir stehen im Wald! Genau, wir laufen heute den Dimbacher Buntsandstein Höhenweg. Richtig, der ist super. Genau, zusammen mit Pfalzmomente. Ich verlinke euch den Kanal unten nochmal in die Kommentare. Genau, und jetzt kommt mit, lasst euch überraschen. Genau, gucken wir uns das Ganze mal an. Viel Spaß, Freunde! Schau dir mal diesen schönen Pfad an. So, und jetzt immer Hinweisschilder über die Geologie, über die Steine, wie die entstanden sind. Zum Beispiel vor 250 Millionen Jahren wurden sie abgelagert. Wow, einfach cool, diese Felsen. Herrlich. Da sieht man es jetzt zum Beispiel schön, dass da schon Mischwald ist. Einen kleinen Felsvorsprung. Schauen wir mal hoch. Was ist das für, was für eine Aussicht wir haben. So, ich nehme euch mal mit. Wow. Und das ist halt hier typisch hier in der Pfalz. Mega. Aber hier noch unseren Blick. Schön. Gewaltig, diese Felsen und diese Schichten. Heißt nicht umsonst Dimbacher Subbuntsandstein Höhenweg. Schaut mal. Da geht's steil runter und da geht's noch steiler runter und vorne zum Kamm, da laufen wir jetzt mal hin. Mega schön. Direkt auf 12 Uhr da, was da so runterkommt, da kannst du auch hier, das ist Weihnachtsberg quasi. Habe ich auch schon ein Video so gemacht. Oh, mega. Nach dem anderen. Eine richtig schöne Waldfahrt. Vögel gibt's mit schon. Herrlich. Schaut euch mal diesen alten, knorrigen Baum an. Herrlich.
Und ich finde, das finde ich halt auch immer so geil, bei den ganzen Felsen, da stehen immer Kiefern oben drauf. Du kannst gucken, wo da steht immer Kiefern, beim Teufelstisch. Da steht schon, ach Gott, ich weiß nicht, seit ich denken kann, steht da Kiefer oben drauf und die... Diese Riefen, diese Löcher im Felsen, einfach mega. Hier auch wieder eine Hinweistafel. Iselmannsteine, hier könnt ihr euch informieren über die Tektonik. Mega die Aussicht. Und aber auch andersrum. Also. Guck mal, wir waren da. Pfalzmomente und Wander mit Hund. Schaut mal, wir sind am Horn. Hier auch wieder ist ein Schild, wo ihr Informationen kriegt rund zum Felsen. Horn? Du siehst, es gibt ein hohes Horn. Ein hohes Horn? Bei Ordeberg. Guck mal, da waren wir vorhin, das ist der Rützenfelsen. Schaut mal, wenn ihr wandert und es regnet oder wenn ihr Unterschlupf sucht, dann könnt ihr darunter auch schlafen, theoretisch, oder? Würdet ihr euch getrauen, da drunter zum Schlafen? Schreibt's mal in die Kommentare. So Leute, und hier das Kaisersstuhl, ne? Da. So, hockt man sich da rein, ne? Und dann trägt man. Wow, schaut euch mal das an. Wie eine kleine Oase. Links und rechts Blätter und hier mittendrin eine grüne Insel. Kennt ihr das Herz? Schreibt es mal in die Kommentare und schreibt mir, wo das ist. So, hier sind wir mit Käsehäppel. Schauen wir euch mal den Felsen an. Der bietet Lebensraum für einen Luchs, für Vögel. Sind sie geschützt vor fremden Tieren, vor Mensch. Und da oben sitzt wohl ab und zu mal auch der Luchs. Leute, also ihr kennt den Weg ja schon von mir, ne? Jetzt gucken wir mal, was der Werner dazu sagt, da. Und die Simone. Also die Tour, die Nicole uns gezeigt hat, mega geil. Ich verlinke euch ihren Kanal nochmal bei uns unten drunter, auch die Videobeschreibung. Ihr müsst die Tour auf jeden Fall machen, wenn ihr hier in der Pfalz seid. Bucht euch irgendwo bei Dan ein, macht die Tour. Hilft ganz, ganz, ganz viele Touren. Mega viele, ja. Ja, genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert uns, abonniert Pfalzmomente. Und auf jeden Fall auch Wandern mit Hund. Absolut super tolle Menschen, sehr empfehlenswert. Definitiv am Ball bleiben, Leute, gell? Dann. Bis dann. Tschüssel. Tschüss. Ja, das ist ein. Das ist ein. Hasche. Ja, es läuft, ich schneide das dann raus. Okay, lauft, ja? So, jetzt schaut mal, wir sind am Horn. Das Horn? Hier auch wieder eine Hinweisschale. Schau. Hier hat es auch immer solche Hinweisschilder mit
Erst einen Film und dann. Schaut. Setz dich mal hin, Balu. Grinsen mal. Grinsen, jawohl, es geht doch. Das Horn?